Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem intuitiven Wochenstartimpuls heute am Montag. Meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein angenehmes Wochenende. Die Energien haben sich wieder so ein bisschen beruhigt. Vielleicht habt ihr das gespürt. Vor allem dann dürfte das der Fall gewesen sein, wenn du selbst gut auf dich geachtet hast, dir auch immer wieder Rückzugsmöglichkeiten nur für dich gesucht hast, ja, dich vielleicht auch ganz klar abgegrenzt hast von dem, was du nicht so möchtest, ja. Also die Energien fühle ich wieder etwas leichter. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das Ganze jetzt diese Woche entfaltet. Ja, meine Lieben, ich habe mir heute mal wieder was Neues ausgedacht. Und zwar, ich habe hier eines meiner absoluten Lieblingsdecks, das Krafttier-Orakel. Und ich möchte uns jetzt aus diesem Deck ein Krafttier herausmischen, was uns jetzt zum Wochenstart begleitet. Und dann drei Karten aus dem Rider-Waite-Tarot zur Klärung. Vielleicht, dass wir dann noch den einen oder anderen Impuls dazu erhalten dürfen. Und hier liegen die Eulen der Glückseligkeit bereit. Die befragen wir dann auch noch, ja, was sie uns jetzt mit auf den Weg geben für diesen Wochenbeginn. Ja, ich mische jetzt mal ein Krafttier heraus. Welches Tier ist jetzt kurz vor Monatsende? Wir stehen am Ende des Monats August. Im Übrigen, wir haben nicht die Seelengefährten-Readings vergessen, die kommen morgen. Ja, wir haben ein Krafttier, das ist hier direkt in meine Blütenblätter gerutscht. Den Krebs. Oh, es geht um Läuterung und Hingabe. Achte auf deine Träume und Eingebungen. Veränderung und Wachstum kündigen sich an. Das ist eine wunderschöne Karte. Hingabe und Läuterung. Was bedeutet Läuterung? Ja, wenn wir geläutert sind, dann dürfen wir Dinge akzeptieren, die wir nicht ändern können, und uns der Situation, den Umständen, was auch immer es für dich ist, hingeben. Das fühle ich zu dieser Karte. Und vielleicht hattest du jetzt am Wochenende schon Träume oder ja, intuitive Eingebungen. Vielleicht ist das jetzt auch zum Wochenstart sehr präsent für dich. Dann solltest du ganz besondere Bedeutung hier hineinlegen. Ja, vielleicht magst du dir das auch notieren. Ich empfehle das ja immer, gerade auch für Träume, die man hat, so ein kleines Tagebuch zu führen, ja, immer mal aufzuschreiben, was erscheint mir im Traum. Und hier kündigen sich Veränderung und Wachstum an. Also, ich sage ja in vielen meiner Videos, und das passt hier sehr gut zu dem Krafttier Krebs, dass der erste Schritt zur Veränderung grundsätzlich die Akzeptanz der Dinge ist, wie sie sind. Ja, solange ich einer Situation Widerstand entgegenbringe, solange ich etwas ablehne, weghaben möchte, ja, bleibt es umso hartnäckiger. Ja? Also das haben viele von euch schon am eigenen Leib erfahren. Ja? Widerstand gegen das, was ist, ist relativ zwecklos. Ich finde da immer so wunderschön, der liebe Herr Robert Betz sagt da immer so herrlich, was nützt es denn, Widerstand gegen das zu haben, was ist, denn das, was ist, das ist ja schon. Und so banal es klingt, aber er hat recht. Und um wirklich dann aus dem, was ist, sage ich mal, das Beste daraus zu machen, in die Veränderung zu kommen, muss ich erstmal die Dinge akzeptieren, wie sie sind. Vielleicht steht das für dich jetzt zum Wochenbeginn ja, ganz oben auf der Agenda. Jetzt bin ich mal gespannt, wir rücken den Krebs mal ein bisschen hoch. Mir kommt gerade noch ein intuitiver Impuls, den soll ich euch noch wiedergeben. Es könnte sein, dass sich ein Mensch, der dir jetzt spontan in den Sinn kommt, momentan in der Phase der Läuterung befindet, aber er ist von einer relativ harten Schale umgeben. Ja, also du könntest das gar nicht so wahrnehmen von außen. Das war gerade noch ein ganz starker Impuls. Vielleicht fällt dir da jemand ein, den du kennst, wo du einfach das Gefühl hast, dieser Mensch befindet sich zurzeit in einer Läuterungsphase. Da möchte Veränderung geschehen, ja, da möchte Wachstum geschehen. Aber das passiert vielleicht nur in einem inneren geschützten Raum im Moment und nach außen ist gar nicht sichtbar. Das war noch gerade ein wichtiger Impuls. Jetzt schauen wir mal drei Karten aus dem Tarot zur Klärung, bitte. Drei Karten aus dem Tarot. So, als erstes haben wir die Welt.
Wow, ganz schöner Paukenschlag. Die Welt ist die letzte Karte der großen Arkana im Tarot und steht für die Vollendung. Vielleicht darfst du das Ende von etwas akzeptieren, damit Wachstum und Veränderung überhaupt möglich wird. Ja, denn oftmals, wenn wir so, ich sag mal, alte Dinge noch mit uns herumschleppen, ja, und das kann alles Mögliche sein, das kann auch ein veralteter Glaubenssatz über dich sein, ja, ein altes Verhaltensmuster oder natürlich auch eine Beziehung, die nicht mehr zu uns passt. Vielleicht auch der Umgang mit unseren Finanzen, der so nicht mehr stimmig ist. Immer dann, wenn wir Veränderung möchten, ist es wichtig, dass wir eine ganz klare Entscheidung treffen, das Alte abzuschließen. Ja? Denn sonst ist Veränderung und vor allem Wachstum nur schwer möglich. Ja? Ich denke bei der Welt oftmals an einen Baum. Ja? Der Baum schmeißt im Herbst, wenn es dann Winter wird, wirklich alle Blätter ab. Er sieht kahl aus. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie er dann im Frühjahr neu austreibt und wieder erblüht, ja, in Farbenpracht. Und das ist im Leben ganz oftmals so, ja, dass es ein Ende eines Endes bedarf von irgendetwas, damit dann überhaupt Wachstum möglich ist. Was ich hier auch wieder spüre, komischerweise, der Impuls ist dauernd präsent. Es könnte sich jemand im Moment ein bisschen einigeln. Vielleicht bist du das auch, ja? Denn die Welt steht auch manchmal so für diesen geschützten Raum, für ein Zuhause, für dieses, ja, wie der Krebs, einfach unter der Schale in die Innenschau zu gehen. Das kommt mir auch noch bei der Karte. So, wir fragen mal, warum fällt die Welt? Was gilt es vielleicht abzuschließen oder... Was möchte uns die Welt hier mitteilen? Das sind jetzt gleich zwei Karten gleichzeitig gefallen, und zwar die drei Kelche und die vier Stäbe. Die drei Kelche, das ist die Ernte-Dank-Karte, und die vier Stäbe stehen für eine Hochzeit im Leben. Mein erster Impuls ist, wenn es dir jetzt gelingt, tatsächlich etwas für dich abzuschließen, wirst du die Früchte dieser Arbeit ernten. Was ich hier wahrnehme, es könnte sein, dass hinter dir eine Phase liegt, in der du nicht so viel Lebensfreude verspürt hast. Ich habe das Gefühl, deinem Leben könnte es an Leichtigkeit fehlen, vor allem in den letzten Wochen. Die Energien im Kollektiv waren sehr schwer, ja. Und hier sagt das Tarot eigentlich sehr deutlich, um wieder in die Leichtigkeit, in die Lebensfreude, in die Begeisterung für dein Leben zu gelangen, musst du etwas abschließen oder auch den Abschluss von etwas akzeptieren. Ja, nur dann ist diese Veränderung hin zum Positiven möglich. So spüre ich das. Ein Impuls kommt auch noch durch. Es könnte, das ist jetzt vielleicht nicht für viele von euch stimmig, aber ich soll es auf jeden Fall erwähnen, mit den drei Kelchen hier auch eine Dreierkonstellation angesprochen werden. Ja, vielleicht befindest du dich in einer Wunschpartnerschaft, dein Wunschpartner oder deine Wunschpartnerin ist noch vergeben. Dann wird die geistige Welt hier auch sehr deutlich und sagt, wir müssen mal akzeptieren, dass die Dreierkonstellation nicht auf Dauer so weitergehen kann. Ja, da ist kein Glück, keine Erfüllung möglich. Ja, vielleicht hat das anfangs so ausgesehen, als wäre das möglich. Trotz dieser, ja, einen Person zu viel, bei einer Dreierkonstellation ist immer eine Person zu viel, hier Glück und Erfüllung zu erfahren, aber das wird nicht funktionieren. Das jetzt aber nur am Rande. Vorherrschend war wirklich der Impuls, dass es in deinem Leben wieder Freude geben soll. Dass du wieder unbeschwert sein sollst. Ja? Du bist geläutert, du hast etwas gelernt und möchtest etwas abschließen. Das fühle ich. Ja, und da bedarf es auch einer gewissen Vehemenz. Also der Page der Schwerter hier, der hebt sein Schwert und ist sehr, sehr entschlossen. Ja, also es kann sein, dass du das schon länger vor dir herschiebst, etwas zu beenden, ja. Aber jetzt zu Beginn der Woche könntest du wirklich die Kraft haben, ja, zu sagen, okay, ich akzeptiere,
dass hier ein Ende notwendig ist. Wir schauen uns mal die Unterseite des Decks an. Da fällt die Single-Karte. Natürlich jetzt auch wieder sehr stimmig für die Dreier-Konstellationen. Ja, also hier möchte jemand Single werden. Aber die Single-Karte, die 9 Münzen im Tarot, im Übrigen meine persönliche Lieblingskarte, die meisten wissen das schon, aber ich muss es immer wieder erwähnen, weil ich diese Karte liebe, von der Energie her. Diese Karte zeigt diese Frau, die vollkommen in sich ruht, die komplett bei sich ist, die ein erfülltes und zufriedenes Leben führt, ja. Und genau das scheint hier nötig zu sein. Es gibt noch etwas in deinem Leben und du darfst jetzt erkennen, dass das ein Umstand ist, den du akzeptieren musst, letztendlich, ich sage absichtlich musst, so liegt es hier, um wieder nach vorne gehen zu können, um dir vielleicht wieder neue Ziele zu setzen, um wieder neugierig aufs Leben zu sein. Es könnte sein, dass da in irgendeiner Art und Weise eine Abhängigkeit eine Rolle spielt. Ja, es kann eine emotionale Abhängigkeit sein, eine finanzielle, eine berufliche. Und da sagt der Page der Schwerter ganz klar, da müssen jetzt wirklich Fäden durchtrennt werden, die dir in der Vergangenheit nicht gut getan haben. Also so nehme ich das wahr. Wieder spüre ich, weil schau mal, das ist schon sehr, sehr deutlich hier, die beiden Randkarten, ja, auch mit den gleichen Farben. Der Page der Schwerter kommt hier, hebt sein Schwert und macht einen Cut in einer Situation, die einen Abschluss finden muss. Und dieser Wochenbeginn eignet sich scheinbar energetisch hervorragend dazu, diesen Cut zu machen mit dem Krafttier Krebs an deiner Seite. Denn genau aus diesem Grund, wenn es dir gelingt, diesen Cut zu machen, etwas abzuschließen und nach vorne weiterzugehen, ja, in diese wundervolle Energie der 9 Münzen, kündigen sich Veränderung und Wachstum an. Manchmal müssen wir auch Dinge erst einmal komplett zum Abschluss bringen, damit sich die gesamte Situation verändert. Ja, das wäre jetzt noch ein passender Impuls zum Schluss für die Seelenpartnerschaften zum Beispiel. Im Moment im Kollektiv, ja, passiert das wirklich sehr, sehr häufig und da sind wir auch wahnsinnig stolz auf unsere Loslasser, dass Situationen, die zum Teil schon Monate, Jahre lang in der gleichen Art und Weise abgelaufen sind und immer wieder zu Schmerz geführt haben, beendet werden, hier mit dieser Kraft des Schwertpagen, damit quasi ein Zyklus dieser Seelenpartnerschaft einmal abgeschlossen ist. Und das bedeutet nicht, ja, dass dieser Schwertpage hier dieses Band, das zwischen den Seelenpaaren besteht, durchtrennt und die Liebe nicht mehr fließen kann, sondern es bedeutet, dass ein Zyklus innerhalb dieser Verbindung ein Ende finden muss, damit hier Veränderung möglich wird und damit auch Wachstum. Ja, also sehr, sehr stimmig die Karten zueinander, wie ich finde. Ja, meine Lieben, was sagen denn die Eulen jetzt noch? Eine Eule bitte noch für den Wochenbeginn. Die Eulen der Glückseligkeit. Ist ein bisschen unordentlich heute, die Eulen. Welche Eule möchte uns noch beistehen? Die Eulen sind heute auch ein bisschen bockig. Hallo, bekommen wir eine Eule? Da schaut schon eine raus, seht ihr die? Soll ich die nehmen? Die nehme ich. Oh, okay. Hier heißt es, niemand tanzt wie du, keiner lacht wie du und kein anderer fühlt wie du. Wie auch, du bist einzigartig. Das ist ein sehr schöner Hinweis für all diejenigen unter euch, die eventuell noch mit Selbstzweifeln zu tun haben. Ja, das kommt gerade ganz, ganz stark in mein Bewusstsein. Es geht ja hier um die Akzeptanz. Vielleicht ist es für dich auch Zeit, dich mit allem, was du bist, im Außen und im Innen zu akzeptieren, so wie du bist. Ja, vielleicht geht es für einige von euch, sonst wäre diese Eule jetzt vermutlich nicht gekommen, darum, einen Zyklus abzuschließen, indem ihr euch immer noch zu sehr mit anderen vergleicht, indem ihr euch immer noch die Frage stellt, bin ich gut genug? Bin ich vielleicht attraktiv genug, intelligent genug, erfolgreich genug?
Ja, da kannst du für dich einsetzen, was für dich am stimmigsten ist. Und hier gibt dir jetzt zum Schluss diese kleine Eule noch diesen wundervollen Rat, dich so zu akzeptieren, wie du bist, denn keiner ist wie du. Ja, und du bist einzigartig. Und Gott hat dich genauso gemeint, wie du bist. Ja, also was hast du eigentlich für einen Grund, an dir zu zweifeln? Ja. Also meine Lieben, wie ich finde, ein sehr stimmiges Reading. Ich freue mich natürlich, wenn es für einige von euch gepasst hat. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr damit in Resonanz gegangen seid. Ja, freue ich mich sehr. Und jetzt wünsche ich euch einen tollen Start in die neue Woche. Bis bald, die Uli. Tschüss.